Wie aktiv sind Sie denn noch? Wie ist Ihr sportlicher Alltag? Ja, ich bin heute noch mal ein bisschen laufen gewesen mit meinem Hund. Ansonsten spiele ich sehr, sehr gerne Golf, weil ich mich nach den vielen Jahren in der Halle sehr gerne draußen aufhalte, auf dem Golfplatz, auf dem Tennisplatz. Das sind so meine Hobbys. Andererseits versuchen wir auch mit einem ehemaligen Team, wir nennen uns Handball Allstars. Auch hier haben wir letztes Jahr für die Organisation gespendet. Und das ist wieder das Thema, was ich eben gesagt habe. Wir versuchen nur mit unseren Auftritten Gelder zu akquirieren, die wir dann 1:1 an wohltätige Zwecke spenden. Wir haben Spaß noch auf dem Handballfeld. Wir sind zwar nicht mehr die Allerschnellsten, aber mit Erfahrung kann man auch gegen unterklassige Mannschaften noch sehr, sehr gut aussehen. Und das Wichtigste ist, die Hallen sind immer noch voll, die Leute wollen uns noch sehen. Wir haben Spieler wie Henning Fritz, wie Stefan Kretschmer, Daniel Stefan, Markus Bauer, Christian Ramota, also ehemalige Welt-Europameister, Silbermedaillengewinner von den Olympischen Spielen, sind alle zusammen in unserem Team. Und das Schöne ist auch den unterschiedlichen Generationen. Ja, ein Heiner Brandt ist dabei, ein Kurt Klüspies, ein Uli Roth, ein Michael Krieter. Also es ist wirklich von den Jüngsten, sage ich einfach mal, bis zu den noch aktiven Ältesten eine Gemeinschaft. Und das macht einfach Spaß. Und das Schönste dabei ist, wir können was Gutes tun, Kindern und an anderen Leuten helfen, ohne dass wir einen großen Aufwand haben, sondern wir haben einfach nur Spaß und können dadurch helfen.